Ja, hallo, da ist die Simone. Ich möchte euch heute ein Zeugnis von der Heilung von meiner kleinen Tochter Ida berichten. Die Ida ist 5 Jahre alt und die hatte im Urlaub ganz starke Schmerzen in den Beinen, Wachstumsschmerzen. Sie wollte unbedingt einen Schmerzsaft nehmen, weil die Schmerzen so groß waren. Sie konnte nicht mehr rennen, nicht mehr laufen. Und dann habe ich mir gedacht, nein, wir wenden jetzt das an, wir beten jetzt dafür, so wie wir es gelernt haben in der Jüngerschaftsgruppe über Feuerstrom. Und dann habe ich mit ihr gebetet und habe gebetet, du Wachstumsschmerz, du Schmerz in den Beinen, im heiligen Namen Jesus, verschwinde sofort von Ida. Du hast hier nichts verloren. Und dann habe ich zu Ida gesagt, jetzt glauben wir, dass der Schmerz weggegangen ist. Und dann kannst du wieder spielen. Und dann hat sie gesagt, ja. Und 5 Minuten später hat sie den Schmerz vergessen. Also es war völlig geheilt. Sie hatte keine Schmerzen mehr. Und daran erkennen wir, dass Jesus heute noch lebt. Er heilt heute noch. Und wir müssen uns nur trauen, für die Sachen in unserem Leben zu beten, auch für andere Menschen zu beten. Und wir müssen nur uns trauen und auch glauben, dass Jesus heute noch heilt, weil das tut er. Also es ist auch nicht nur mein einziges Zeugnis, ich habe noch ganz viele Zeugnisse. Tschüss!